Du wanderst wieder in den Knast, Lenz. Scarecrow versprach mir Gotham als Zunder für meine Flamme. Du kannst mir nicht das Feuer reichen. Den Pyromanen schon begegnet. Firefly. Es scheint, Scarecrow hat jedermann mitgeteilt, dass Gotham heute Nacht wehrlos ist. Er ist gefährlich, Alfred. Such nach weiteren Bränden. Thank you.
Alfred. Der letzte Panzer war für uns erledigt. Ich empfange vereinzelte Funksprüche. Wie angenommen herrscht Chaos bei den Blitzkräften. Gut gemacht, Sir. Fantastisch. Sprengladung der Bombe liegt frei. Mit Hilfe der Winde kann ich eine kontrollierte Explosion auslösen. Ich bin nicht sicher, was die Miliz mehr bedauern wird. Den Verlust der Bombe oder all dieser Panzer? Nur das Versagen erwartet dich. Die Miliz hat einen Sprengsatz in Drescher deponiert. Ich werde ihn entschärfen. Sie werden ihre Bomben mit äußerster Härte verteidigen. Ich hoffe, Sie schicken die Nationalgarde. Sie machen sie alle. Hacken initiiert, Sir. Feindliche Streitkräfte nähern sich. Erwarten Sie schweren Widerstand. Primärziel in Drescher gesichtet! Verloren. Dragon wurde ausgeschaltet.
bist erledigt. Und Gotham ist es auch. Ins Licht, Bruce. Das ist nicht fair. Die lassen mich da nie rein. Offline!
Sprengladung der Bombe liegt frei. Mit Hilfe der Winde kann ich eine kontrollierte Explosion auslösen. Kontrollierte Explosion erfolgreich. Die Miliz hat ihre Bombe verloren. Diese Maschinen werden nicht aufhören, Batman. Nicht bis du tot bist. Ich kümmere mich um den Miliz-Checkpoint im Norden von Founders Island. Das ist meine Stadt. Ich werde sie mir Straße um Straße zurückholen. Viel Erfolg, Master Bruce. Ich kann das erst sabotieren, wenn ich die Verbesserung für den Unterbrecher habe. Ich kann das erst sabotieren, wenn ich die Verbesserung für den Unterbrecher habe. Ich muss den Kommandanten finden und diesen Kontrollpunkt ausschalten. An alle Einheiten, wir haben einen Checkpoint verloren. Stellungen beibehalten. Batman greift an. Versucht gerade Gothams größte Bank in Kingston zu überfallen. Zeit, ihn aufzuhalten, Sir. Oh Scheiße, er klebt an uns dran! Entkommen! Bring uns hier raus! Das ist sie, die größte Bank Gothams. Heute Nacht holen wir uns einen Rekord, Jo. Warum nicht gleich zwei für den Boss? Die
Diese Schläger können wegen des Alarms nichts hören, genau wie die anderen. Ich werde hart zuschlagen. Noch ein Mann am Boden! Wir darf uns nicht stoppen! Du hättest uns in Ruhe lassen sollen, alter Freund. Du verlierst, Batman. Die Jungs hier werden das sicherstellen. Bringt uns die Leiche! Es gibt keinen Alarm mehr, der meine Angriffe übertönen könnte. Ich muss leise sein. No.
Signal ist weg. Das war Batman. Du bist okay, steh auf. Wir brauchen jetzt jeden Mann. Ich brauche Deckung. Ich sehe nach dem Verletzten. Ich stehe Wache. Ich muss aufwachen. Verdammte Scheiße, nicht schon wieder. Wenn ich diesen Freak in die Finger kriege, breche ich ihm jeden Knochen einzeln. Nicht, wenn ich zuerst da bin. Hörst du das, Batman? Wir werden dich bald machen. Anzeichen für hat sich angeschrieben. Batman. Er kam aus dem Nichts. Auf die Beine, wir haben hier Probleme. Im Wagen komme ich da nicht rein. Keine Anzeichen für einen Kampf. Jemand hat sich angeschlichen. Ganz plötzlich konnte ich nicht mehr atmen und bin ohnmächtig geworden. Mit dem Wagen komme ich da nicht rein. Schlechte Idee. Vor dem Auslösen muss ich hier weg. Schlechte Idee. Vor dem Auslösen muss ich hier weg. Cash, ich habe Two-Face. Bring ihn vorbei. Holen Sie seine Männer ab. Geht klar, Batman. Nein. Nein! Beruhige dich, Dad. Nenn mich nicht so. Das glaube ich nicht. Hier bin ich ein Freak. Das war nicht meine Schuld. Du warst es, der diesen
Reserven den Bastard eingelocht hat. Du sagtest, wir retten Gotham. Es tut mir leid, Harvey. Hier ist Endstation, Dent. Du solltest mich nie unterschätzen. Nimm deine Fledermausgriffel von meinem Boss. Ja, er hat mehr drauf als du. Spar dir deinen Atem. Wir kriegen noch unsere Chance. So schnell nicht. Wohl immer noch im Dienste der Gerechtigkeit, was, Batman? Unmöglich! Denk an die Verbrechen, die du verpasst hast, um uns zu fassen. Wie geht's denn so, Harv? Nenn mich unsensibel, aber ich bin einfach zu neugierig. Wurde wirklich alles in der Mitte geteilt? Hast du gesehen, woran dieser Schmierfink im Verhörraum arbeitet? Was, Ryder? Hat was mit Religion zu tun. Würde mich nicht überraschen, wenn uns der Kerl für eine Seance da reinzerren würde. Gordons Tochter muss echt Angst haben, wo auch immer sie ist. Aber wenn sie so hartgesotten ist wie ihr Vater, wird Scarecrow noch bereuen, dass er sie als Geisel genommen hat.